Hallo liebe Canna Unity, schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen zu den Canna News aus dem September. Ja, und wir bedanken uns recht herzlich bei Wolkenkraft für die Unterstützung mit dem Produkt des Monats. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ja, kommen wir sofort zur Horrormeldung. Ist die Säule 2 wirklich in Gefahr? Ja, offenbar steht der Legalisierungsplan von Karl Lauterbach, der den Verkauf von Cannabis in Fachgeschäften ermöglichen sollte, ja, vor dem Scheitern. Die erste Säule, die den Eigenanbau und den Besitz von Cannabis erlaubt, wurde bereits umgesetzt. Doch die zweite Säule, die den Verkauf in lizenzierten Geschäften vorsieht, kommt nicht voran. Laut SPD-Berichterstatter Dirk Heidenbuth fehlt immer noch ein Gesetzesentwurf und die Regierung, Ressorts sind sich nicht wirklich einig. Die Kritiker befürchten, dass der Schwarzmarkt bestehen bleibt, da viele Konsumenten ja keine anderen legalen Bezugsquellen haben, außer Patient zu werden und in die Apotheke zu gehen. Ja, wie ihr wisst, es hapert auch mit den Clubs und den Genehmigungen. Die Zeit drängt also. Es noch vor der nächsten Bundestagswahl umzusetzen, ist also mehr als fraglich. Die FDP setzt Lauterbach unter Druck, die zweite Säule schnell umzusetzen, während die Opposition das Scheitern als Bruch des Versprechens der Regierung kritisiert. Ohne legale Verkaufsstellen müssen viele weiterhin auf dem Schwarzmarkt zurückgreifen, was die Ziele der Legalisierung natürlich gefährdet. Bayern in Simbach, ja, der kann wohl nicht bis 3 zählen. Im Rahmen einer Streifenfahrt entdeckten äußerst fleißige Beamte der Inspektion Simbach am Inn gegen 15.15 Uhr eine Cannabispflanze, die über einen Sichtschutzzaun gewachsen war. Ja, laut Gesetzeslage darf jede volljährige Person zwar 3 Marihuana-Pflanzen anbauen, jedoch muss gewährleistet sein, dass niemand anderer Zugriff auf die Pflanzen hat, beziehungsweise die von außen wohl sichtbar sind, was hier allerdings nicht der Fall war. Der Zugriff Dritter war somit eindeutig vorhanden und des Gesetzes verletzt worden und somit konnten die Beamten zuschlagen und das stellt eindeutig eine Ordnungswidrigkeit dar. Ja, wisst ihr Bescheid. Nachdem der mit der Sachlage konfrontiert worden war, wurden auch noch 3 weitere unerlaubte Pflanzen im Garten festgestellt. Also er war im Besitz von insgesamt 4 Pflanzen, obwohl er nur 3 hätte anbauen dürfen. Also der Polizei blieb nichts anderes übrig, als ein Strafverfahren gegen ihn einzuleiten. Es gibt allerdings auch einen ersten positiven Fall bei der Grenzanhebung. Der Bußgeldsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg hat einen 40-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Leer vom Vorwurf des Fahrens unter Cannabis-Einfluss freigesprochen. Der Mann war nämlich zuvor vom Amtsgericht Papenburg zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro und einem 3-monatigen Fahrverbot verurteilt worden, da er mit einem THC-Wert von 1,3 Nanogramm pro Milliliter im Blut ein Fahrzeug geführt hatte. Also ein sehr braver Fahrer, denn so einen Wert zu erhalten ist gar nicht so einfach, wenn man täglich konsumiert auf jeden Fall. Gegen dieses Urteil legte er dann der Beschuldigte jedenfalls Rechtsbeschwerde ein und in der zweiten Instanz profitierte er von der Gesetzesänderung. Der zulässige THC-Grenzwert wurde nachträglich jetzt auf 3,5 Nanogramm erhöht und aufgrund dieser Änderung wurde das Urteil aufgehoben und der Mann wurde freigesprochen. Bravo. Ja, und jetzt eine Meldung aus Deutschland eigentlich insgesamt. Wie erwartet ist die Justiz nämlich weiterhin beschäftigt oder auch überfordert, wie man das sehen mag. Das neue Cannabis-Legalisierungsgesetz führt dazu, dass über 210.000 Strafakten in Deutschland überprüft werden müssen, darunter rund 4.500 allein in Thüringen. Besonders betroffen ist Nordrhein-Westfalen mit 60.000 Fällen. Das Gesetz beinhaltet eine Amnestieregelung, die bewirkt, dass bereits verdrängte Haft- oder Geldstrafen wegen Cannabis-Delikten aufgehoben und Verurteilungen gelöscht werden sollen. Ja, der Deutsche Richterbund und einige Bundesländer kritisieren die Regelung, da sie eine Überlastung der Justiz befürchten. Gesundheitsminister Lauterbach wies diese Kritik aber zurück und betonte, dass nur wenige komplexe Fälle betroffen seien und wir denken, dass hierfür ruhig mal zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden dürfen. Wir hatten das Thema schon, jetzt fängt die Berliner Polizei damit an, denn die Berliner Polizei hat nun rund 800 Wagen beschafft, also nicht Autos, sondern Wagen, Teillegalisierung, die erlaubte Menge bei Kontrollen präzise zu bestimmen. Diese soll nämlich bis Ende des Jahres im Außendienst eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass Personen nicht mehr als die gesetzlich erlaubten 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit mitführen. Also die Wagen sollen den Beamten dabei helfen, die Einhaltung dieser Mengen bei Kontrollen zu überprüfen und festzustellen, ob ein Verstoß vorliegt. Ja, die Entscheidung, die Wagen anzuschaffen, zielt darauf ab,
die Teillegalisierung durch ihre klaren Kontrollen zu unterstützen und sicherzustellen, dass die neuen Regeln konsequent durchgesetzt werden können. Und jetzt brauchen wir also nur noch gute Testgeräte für den Straßenverkehr. Ja, und es gibt ein Auto fast aus Hanf. Da hat wohl einer schon mal von Henry Ford gelesen. Denn der Autokonzern Volkswagen hat eine Partnerschaft mit dem Startup Revoltech GmbH geschlossen, um nachhaltige Materialien auf Basis von Industriehanf zu entwickeln. Ab 2028 könnten diese in VW-Modellen als Oberflächenmaterial eingesetzt werden. Das Material besteht dann aus 100% biobasierten Hanf und nutzt Reststoffe von der regionalen Hanfindustrie. Es ist vollständig recycelbar oder kompostierbar und kann in bestehenden Produktionsanlagen gefertigt werden. Erste Kundenreaktionen auf das Material waren sehr positiv. Übrigens, diese Zusammenarbeit soll die Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie fördern und neue innovative Lösungen schaffen. Ja, und jetzt noch eine Meldung aus Bayern. Was wären wir ohne Meldung aus Bayern? Auf der Wiesen, da wächst kein Gras. Ja, nämlich am Montag, den 23.09.24 gegen 20.25 Uhr stellte eine Polizeieinsatztruppe auf dem Festgelände des Oktoberfests einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München. Ja, und zwar wie er Cannabis in Form eines Joints rauchte. Das ist unfassbar. Ja, der Konsum von Cannabis ist auf dem Festgelände leider nicht erlaubt. Und bei der Durchsuchung wurden sogar noch weiteres Cannabis gefunden. Dieses wurde sichergestellt. Ich glaube, es waren insgesamt 2,5 Gramm. Der 23-Jährige wurde also von den Polizeibeamten auf die Wiesenwache verbracht und wegen der entsprechenden Ordnungswidrigkeit angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er dann wieder entlassen. Ja, und noch eine schöne Meldung auch. Es gibt nämlich eine neue Regel für den Nutzhanf. Die Bundesregierung hat endlich einen Gesetzesentwurf zur Liberalisierung des Nutzhanfes beschlossen und unter anderem auch die Missbrauchsklausel und den Indoor-Anbau erlaubt. Also Landwirtschaftsminister Cem Özdemir betont die Chancen von Nutzhanf für die Landwirtschaft, da die Pflanze wenig THC enthält oder fast gar kein anspruchsloses, vielseitig nutzbar, etwa für Lebensmittel, Textilien, Baustoffe, aber das brauche ich euch ja wohl hier nicht erzählen. Ja, bisher erschwerten halt Bürokratie und strenge Regeln den Anbau des Nutzhanfes und ja, auch dessen Anbaus natürlich. Mit dem neuen Gesetz will die Regierung den Anbau fördern, nachhaltige Rohstoffe stärker nutzen, insbesondere im Hinblick auf den Klimaschutz. Und durch die Streichung der Missbrauchsklauseln entfällt also diese bisherige rechtliche Unsicherheit. Ihr wisst ja, ein paar sind ja richtig ausgeraubt worden vom Staat, um das Risiko aufgrund der missbräuchlichen Nutzung zu Rauschzwecken ist also weg, das Thema. Da berauschendes Cannabis nun legal ist, gilt die Missbrauchsgefahr als praktisch ausgeschlossen. Also Nutzhanf wird in Zukunft unter vereinfachten Bedingungen angebaut werden können, auch in Gewächshäusern oder Indoor-Anlagen, was den Anbau natürlich ja zusätzlich noch flexibler macht. Ja, mit dem neuen Gesetzesentwurf setzt die Bundesregierung ein weiteres Zeichen für eine progressive und vernunftgesteuerte Politik. Und gleichzeitig soll auch sichergestellt werden, dass Produkte mit Nutzhanf keine Gefahren für Verbraucher, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche, bergen. Ja, apropos, da gibt es auch eine frühe Geschäftstüchtigkeit im Düsseldorf. Da wurde nämlich ein 16-Jähriger in Düsseldorf wegen des Besitzes von Cannabis verhaftet. Ja, die Polizei fand bei ihm am Konrad-Adenauer-Platz insgesamt über 100 Tütchen in einer Gesamtmenge im niedrigen dreistelligen Grammbereich, was auf einen Handel hinweist. Ja, und da er weder einen Gewerbeschein hatte, noch seine Identität sofort geklärt werden konnte, wurde er zur Wache gebracht, jedoch später freigelassen, da keine Haftgründe vorlagen. Der Jugendliche ist bereits mehrfach wegen Drogendelikten aufgefallen, lebt in Aachen und verweigert aber die Aussage. Ja, und auch in Österreich, wie in Villach, wird weiter gehandelt. In Villach konnten nach mehreren Meldungen von Anrainern zwei Afghanen 18 und 28 als Drogendealer festgenommen werden. Ja, bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des 28-Jährigen stellte die Polizei Cannabiskraut und Bargeld sicher. Also seit März 2024 hatten die beiden wohl etwa 2,4 Kilogramm Cannabis und ich weiß nicht, woher die Zahlen stammen, 240 Joints verkauft. Der 28-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen, während der 18-Jährige Komplize als Auslieferer diente und ein 19-Jähriger Kroate,
der wurde da noch als Vermittler fungierte, der wurde ebenfalls angezeigt. Ja, aber auch die Fußballer sind geschäftstüchtig, denn der Fußballprofi J. Emmanuel Thomas, das ist ein ehemaliger Spieler von Arsenal, wurde in Schottland festgenommen. Er steht unter Verdacht, den Schmuggel von 60 Kilogramm Cannabis im Wert von rund 675.000 Franken organisiert zu haben. Die Blüten wurden Anfang September am Flughafen London Stansted entdeckt und sollen aus Bangkok importiert worden sein. Ja, neben Thomas wurden auch zwei Frauen festgenommen, die jedoch gegen Kaution wieder freikamen. Und Thomas drohen jetzt 14 Jahre Haft. Sein Verein Green Rock Morton hat den Vertrag übrigens mittlerweile mit ihm aufgelöst. Und wir haben noch eine kleine Meldung aus Thailand. Auch hier haben thailändische Behörden am 25. September 2024 mehr als 1,4 Tonnen Cannabis im Hafen von Liam Chabang, wenn ich das richtig ausstelle, sichergestellt. Das Cannabis im Wert von über 25 Millionen Baht, also sind umgerechnet 700.000 Euro, und das war fürs Königreich bestimmt. Ja, die Schmuggler hatten die Drogen in einer Fracht versteckt, die so als Fitnessmatten und Handschuhe deklariert war. Die Behörden arbeiteten aber eng zusammen mit internationalen Partnern, britische Border Force, um den Schmuggel aufzudecken. Und die beteiligten Personen stehen nun vor schweren strafrechtlichen Konsequenzen in Thailand und Großbritannien. Ja, noch eine letzte Meldung, und zwar aus dem Bereich der Messenger. Telegram hat nämlich angekündigt, künftig IP-Adressen, Telefonnummern und weitere Nutzerdaten an Ermittlungsbehörden herauszugeben, wenn entsprechende Anfragen als gerechtfertigt gelten. Ja, diese Änderung in den Nutzungsbedingungen markiert also eine Abkehr von der bisherigen Praxis bei der Telegram-Anfrage von Strafverfolgungsbehörden meist ignorierte. Und zudem wird Telegram mithilfe von KI und Moderatoren problematische Inhalte besser filtern. Ja, der CEO Pavel Durov befindet sich derzeit in Frankreich, wo er aufgrund von Vorwürfen nämlich festgehalten wird. Und zwar, dass er legale Ermittlungen behindert. Und Telegram wird von Millionen Nutzern weltweit genutzt und leider auch für kriminelle Aktivitäten und Protestorganisationen. Ja. In diesem Sinne, bleibt sauber, lasst euch nicht erwischen, bleibt vor allen Dingen gesund und wir freuen uns auf eure Kommentare. Natürlich deine Meinung möchte ich wissen. Und wer es nicht schon tut, der soll natürlich bitte unseren Kanal abonnieren. Und ich sage bis zum nächsten Mal.